Am 31. Juli legen wir gegen 10 Uhr in Prevesa ab. Seemeilen, also knapp 400 Kilometer quer über das Ionische Meer, liegen vor uns. Wir planen, innerhalb 2 Tagen in Italien zu sein. Wie so häufig ist die griechische Windmaschine zur Reparatur und Anna kann sich entspannt zurücklehnen, während wir aufs Meer motoren. Auf 3000 Meter Wassertiefe legen wir einen Badestopp ein. Es ist einfach zu heiß. Moni hatte mich vorher schon darauf hingewiesen, auf keinen Fall den Sonnenschutz zu vernachlässigen. Wir hatten einen Riesenspaß, nur Natascha hat sich wieder geweigert, ins kühle Nass zu springen. Von nun an wechselten sich perfekter Segelwind und totale Flaute regelmäßig ab. Selber kochen wollten wir nicht, also haben wir die griechische Pfanne beim Lieferdienst bestellt. Bei Vollmond und gutem Wind segeln wir durch die klare Nacht und freuen uns über einen Sonnenaufgang, der fast ein wenig an den Kampfstern Galactica erinnert. Das Highlight des Tages war natürlich der erste Fisch nach 14 Jahren und dann gleich ein richtig tolles Exemplar. Leider wollte der Prachtkerl nicht bei uns bleiben und verabschiedet sich gleich wieder ins kühle Nass. Der Haken wird in den nächsten Wochen verrosten und ihn dann nicht mehr weiter stören. Wir hätten nie gedacht, dass wir das gleiche Anglerglück am gleichen Tag nochmal haben werden. Wegen der dickeren Leine konnten wir den jetzt sogar etwas größeren Fisch problemlos an Bord bringen. Das war sein Pech. Die folgenden Szenen sind für Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet.
Der Wind frischt nun deutlich auf und wir müssen reffen. Und es kam, wie es kommen musste. Mitten in der Nacht müssen wir noch mal am Mast arbeiten, was alles andere als angenehm ist. Bei der nächtlichen Aktion haben wir uns prompt noch eine Leine in den Propeller eingefangen, sodass wir jetzt fast manövrierunfähig sind. Wir sind also einige Stunden in die falsche Richtung getrieben. Kann man auf unserem Track auch sehr, sehr gut erkennen. Sobald die Wellen es einigermaßen gefahrlos zuließen, konnten wir die Leine aus dem Prop schneiden und weiter ging's. Gegen Mittag dann ein alkoholfreies Seglerfrühstück. Bei der Einfahrt in den italienischen Hafen waren wir dann schon erleichtert und haben uns als allererstes einen ordentlichen Manöverschluck gegönnt. Hier liegen wir nun in Rocella Ionica und freuen uns darauf, morgen gegen 10 Uhr weiterzufahren. Nächster Halt, Stromboli.